So, ja, einen schönen guten Morgen. Heute begrüße ich den Andreas Pust und ich bin ganz glücklich, dass du heute bei uns bist. Mein Name ist Sonja Sanyala-Opprecht und wir sprechen heute wieder über das PAS, also über das Eltern-Kind-Entfremdungssyndrom. Und der Andreas hat seine Geschichte dazu und hat sich bereit erklärt, diese hier zu erzählen. Und ja, ganz herzlich willkommen, Andreas. Ich freue mich auf dich. Und vielleicht kannst du uns gleich mal so ein bisschen als Einstieg erzählen, wann und wie das PAS bei dir so begonnen hat. Ja, erstmal liebe Grüße an alle, ne, die zuhören. Ja, begonnen hat das Ganze im Jahre 2009 nach der Trennung. Mhm. Da ging es halt los mit Kleinigkeiten und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, ging es los mit dem Umgangsrecht. Sagen wir mal so, wie es ist, ein Umgangsrecht, den eigentlich jede Frau, jeden Mann zusteht, wurde halt verweigert zuerst. Mhm. Dann hatten wir das über Gerichte geklärt, bis das alles wunderbar geklärt wurde, auch zum, sagen wir mal, zu meinen Gunsten. Also ihm wurde mir natürlich gewährt, weil ja auch nichts vorgefallen ist. Mhm. Dann fing das Ganze dort an, mit Kleinigkeiten, mit zu spät kommen und dem Kind zeigen, ja, ist nicht gut, wenn du Papa bist. Und ich hatte dann nach und nach immer mehr, wo ich auch ein bisschen größer war, mit 4, 5 Jahren gemerkt, dass es sich verändert hat. Mhm. Das heißt, so verändert hat, wenn ich dann zum Umgangsrecht durfte oder auch mal hatte mal wieder, dann hat sie keine Regung gezeigt. Erst als wir aus dem Dunstkreis waren, hat sie mich liebevoll umarmt. Mhm. Und das hat mir schon so in der Seele auch schon so wehgetan. Ja. Und das Ganze ging nachher auch weiter mit beim Zurückbringen wieder. Also eine Station vorher hat sie gesagt, Papa, ich drück dich. Und dann hat sie mich gedrückt. Und dann war das wie ein anderes Kind. Ja. Wie ein anderes Kind halt. Ne? Ja. Und das, ja, das, wenn ich darüber halt immer erzähle, dann kommen mir immer fast die Tränen. Da habe ich mir immer Gedanken gemacht. Ja, es ist dann gut, überhaupt noch da zu sein. Ich tue mein Kind eigentlich weh. Und ich möchte eigentlich nicht ziehen. Ich möchte einfach loslassen, um mein Kind nicht zu schaden. Aber viele haben dann wieder gesagt, nein, bleib dran. Es kann nur besser werden oder es sollte besser werden. Ja. Ja, aber die Gedanken haben mich so fertig gemacht. Und wenn ich dann zu Hause war, ich war kein Mensch mehr auf Arbeit, nicht und. Ja, ich bin eigentlich total runtergekommen, habe schon, wer weiß was für Gedanken gehabt und bin dann natürlich auch, irgendwann konnte ich nicht mehr, einfach nervlich zusammengebrochen. Ja. Weil ich das immer wieder im Kopf, immer wieder vorgespielt wurde, dass ich halt arbeitsunfähig war, über 1,5 Jahre. Mhm. Und dann so ganz langsam wieder den Weg gefunden habe. Als ich dann nachher merkte, dass der letzte Kontakt war 2018, jetzt haben wir also 2017, 18. War der letzte große Kontakt, wo sie auch ihre Schwester sehen durfte. Also von meiner ersten Frau, ne, die hat immer gesagt, Papa, ich habe keine Schwester, du lügst oder so, wurde ihr immer eingeredet, bis sie halt gesehen hat und die beiden sind sich wie zwei eineiige Zwillinge im Prinzip, sehen sie aus und das war richtig herzergreifend für mich auch, für die beiden auch, die haben auch bei seinem Abschied geweint und haben, wir haben uns versprochen, wir sehen uns dann zu Silvester alle, ne, verfeiern tun wir in der Familie, du bei Mama, habe ich gesagt, und dann Silvester hole ich euch ab, daraus an nichts mehr geworden. Und seitdem nur noch Vorwürfe und auch, wie soll ich sagen, ja, ich habe alles durchgemacht, von sexueller Belästigung bis es geht eigentlich gar nicht mehr. Es war also ganz schlimm. Ne? So war es eigentlich. Ja. Und wie gesagt, und es hat mir wirklich immer leid getan, wenn die Kleine so gesehen habe, wie sie dann von einem Moment auf den anderen, die wollte ja wahrscheinlich gar keinen wehtun, aber er sich geändert hat. Und wenn dann jemand angegriffen wird, wenn ich sie hier bringe oder so und vor den Augen, ich sage, können wir die Kleine nicht erst wegbringen und dann reden, wenn wir in Ruhe reden, aber es hat immer gesagt, Papa, bist du, kannst mir irgendwas vor, ist halt nicht gut. Ne? Dann ist irgendwann total eingebrochen. Dann haben wir noch einen Umgang, wenn ich noch da sagen darf, noch einen Umgangspfleger, auch wie man das schimpft, bekommen, ne, die eigentlich dafür da sind, um mich zu unterstützen, aber ja, letztendlich habe ich auch gemerkt, dass die gegen mich gearbeitet hat, was er erst gar nicht mitbekommen hatte, dann sollte ich erst Briefe schreiben vom Gericht und alles mögliche, es wurde ja immer, also der Umgang, wie soll ich sagen, wurde immer weiter reduziert. Letztendlich blieben nur noch Briefe,
die dann letztendlich auch nicht weitergeleitet wurden, auch die Pakete nicht mehr. Das war alles dann einfach weg. Ja, ich dachte, jetzt ist sie, ja, für mich als, ja, ich habe nichts, ich weiß nicht. Ab und zu finde ich noch mal ein, zwei Bilder im Internet von ihr, von der Kirchengemeinde, aber das war es dann auch. Ne? Ja, eben jetzt ist der Kontakt komplett abgebrochen, ja, seit 2018. Wie alt ist deine Tochter jetzt? Die wird jetzt 16. Okay. Ja, ja. Und wohnt ihr in der Nähe oder so? Nein, wir wohnen schon weiter. 1200 Kilometer entfernt. Mhm. Also danach der Trennung, 1200 Kilometer entfernt. Und da bin ich, wie gesagt, in die ersten Jahre immer hingefahren. Wenn es nur für 2 Stunden war, war mir sowas von egal. Ja. 2004 Kilometer noch zurück. Mir war es einfach egal. Ne? Ja. Ich konnte mein Kind sehen, konnte in die Arme schließen, konnte sehen, wie sie freut. Die war nun mal ein Papa-Kind. Mhm. War mir alles egal. Das Geld hat alles keine Rolle gespielt. Aber ja. Das war schlimm, du kamst an, dann wurde das abgesagt. Ne? Das war dann ganz schlimm. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich habe sehr viel Unterstützung gehabt, dort, wo sie wohnt, sehr viele Freunde durch meine damalige Tätigkeit, die mich wirklich unterstützt haben mit Wohnen, mit Auto. Ich konnte im Flieger schnell mal steigen, wenn mein Auto mal kaputt war. Die haben mich abgeholt, aber sonst hätte ich das alles gar nicht packen können. Ne? Ja, das ist schön. Weil oftmals versteht der Freundeskreis gar nicht, oder beziehungsweise die fühlen sich eigentlich genauso hilflos, ja. Weil, ja, man weiß ja gar nicht, was sagen, und sind so schwierige Situationen. Dann, also was du beschreibst, ist ganz ein klassisches PAS, wo das Kind eben halt dann, wo man schon merkt, ups, wenn es dann wieder zur Mutter nach Hause geht, dann darf es nicht mehr sagen, ich habe den Papa lieb und ich bin gerne mit Papa und so. Also das ist in diesen verschiedenen Stufen halt. Was hast du den Eindruck, wie es sich sonst auf deine Tochter auswirkt, diese ganze Situation? Ja, ich denke, wo sie noch gesehen hat, dass sie das wirklich richtig zu schaffen machte und auch, dass sie dadurch vielleicht auch krank wird oder krank wurde, immer wenn sie wusste, Papa kommt, oder zumindest wurde es mir dann so kommuniziert, fing sie an, nervös zu werden und und Bauchschmerzen hat sie angeblich gehabt oder und Herzrasen und alles Mögliche, was wurde es mir so gesagt. Der Druck steigt, ich, ja. Ich kann schon, dass es das alles dann war, weil ich halt nicht wusste, ich wollte halt keinen Menschen irgendwo wehtun, sag ich mal, so wie das ist. Ne? Und auch, ich komme ja von der Küste, die ja von unten aus Baden-Württemberg, fast an der Schweizer Grenze halt. Ja. Ne? Und wie gesagt, wo ich dann mit ihr runtergefahren bin und wir merkten, dass wir im Sommer Stau gestanden haben und nicht pünktlich kamen, der Papa sagt, sie darf ich mal schnell anrufen, ja. Und die hat es angerufen, damit ich eigentlich keinen Ärger bekomme. Sie hat gesagt, wir stehen hier im Stau. Sie hat sich den Kopf gemacht, dass ich keinen Ärger bekomme. Dass du, genau. Das ist ja der Riesendruck, was diese Kinder eigentlich eben aushalten müssen, ja. Und wo sie ja dann auch wirklich diese psychischen Probleme sich ja halt langsam aufbauen bei den Kindern, weil sie lieben halt beide Eltern und das ist ja auch klar und normal, aber ja, das ist ganz schlimm für die Kinder, ja. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wie das PAS dein Leben tangiert hat. Kannst du uns vielleicht darüber noch so ein bisschen was sagen? Du hast gesagt, du warst 1,5 Jahre also bist auch krank geworden dadurch. Also magst du da was erzählen drüber? Ja, das ist der ausschlaggebende Punkt, wo es dann bei mir ganz tief runterkam, als dann ein Brief kam vom Jugendamt und es ging um sexuelle Belästigung. Da bin ich natürlich total zusammengebrochen. Ja. Da muss man einfach mal sich im Kopf zergehen lassen, was da alles vorgeht. Ne? Und da war ich natürlich total am Boden erstmal. Ja. Na, und dann ging es ja durch alle Instanzen, dann ging es dann mit Gutachter hin und Gutachter her. Und so, wo das natürlich auch alles dann Gott sei Dank widerlegt wurde. Aber der Druck war ja da. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Moment, wo ich eigentlich gar nicht mehr wollte, wo ich sage, jetzt ist es vorbei, ich kann ja einfach nicht mehr. Ich bin total am Ende. Ne? Ja. Hast du da irgendwelche Unterstützung bekommen oder hat man dich quasi abgestempelt und schon verurteilt, bevor überhaupt
Oder also, wie hast du das erlebt? Also vom Jugendamt in Karlsruhe, der Herr Dayana, das war wirklich ein sehr, sehr kompetenter Mensch, der das eigentlich auch nicht geglaubt hatte, aber ich musste halt, trotzdem wurde es erstmal untersagt, unterbunden und ja, und bis die ganzen Instanzen durch waren mit sie musste hin zum Gutachter erst alleine, dann mit mir und ich alleine, dann, also ich bin dreimal hin und her nach Mannheim gefahren. Und dann ich mit meiner Tochter, die hat davon natürlich nichts gewusst und hat auch der Gutachter gesagt, die Mutter weiß auch nicht, dass sie hier sind. Mhm. Ja, sonst wissen wir, ne? Und da in dem Moment, wo sie mich dann dort sah, sag ich mal, war alles gut. Ne? Sie hat mich sofort in die Arme genommen und hat sich so gefreut. Und naja, und dieser Jugendamtmensch, der Herr Dayana, hat mich eigentlich auch bis zum Schluss unterstützt, auch beim Gericht. Der hat es auch gesagt und das ist nicht so, das kann ich. Und auch mit dem Umgang. Und als sie merkte, die kam dann halt da nicht durch, dann ist sie dann in ein ganz anderes, sag ich mal, anderen Distrikt gezogen wieder, weiter runter und dann ging die ganze Müll wieder von vorne los. Ja. Das ging immer weiter, also sie ist dreimal umgezogen, immer wenn es gut lief für mich und ich war richtig froh, dass ich diesen Menschen eigentlich hatte. Der erste, den ich hatte, der mir wirklich Halt gegeben hat, auch vom Jugendamt her. Ja. Was sehr selten ist, ne? Das eigentlich, darum habe ich so ein bisschen gefragt, weil oftmals werden die Leute ja da eigentlich, die erhalten überhaupt keine Unterstützung, ganz im Gegenteil. Heißt das, du hast ein Urteil auch, was dir das Umgangsrecht sichern würde und das wird einfach nicht eingehalten? Genau, mehrere habe ich, also mehrere Urteile, die ist immer, wenn es denn gut lief und ich habe endlich alles immer wieder woanders hingezogen und immer wieder von Jugendamt zu Jugendamt und der letzte Umzug halt von Karlsruhe wieder nach Wehr, nach Wehr runter. Dann ging es dann wieder vorne los und hatte ich diesen vom Jugendamt dort gesagt, können Sie nicht die Unterlagen von Karlsruhe holen? Und der hat gesagt, nee, das kann ich nicht, das wäre Datenschutz. Und und dann ging das Theater wieder von vorne los und dann habe ich überhaupt keine Unterstützung mehr halt gekriegt. Ne? Dann ist so ein Urteil ja eigentlich auch nichts wert, oder? Alles also, gar nicht wert, gar nichts wert. Egal, was kommt, gar nichts wert. Ne? Ja. Dann müsstest du immer wieder und es selbst dann. Also ja, das ist eigentlich auch das Schlimme, weil selbst wenn man ein gutes Urteil hätte, was einem irgendetwas zusichert, wenn der andere Elternteil ja einfach abblockt, dann hat man keine Chance. Gut, du hast ein bisschen gesagt jetzt auch schon, was du so alles unternommen hast. Was gibt es sonst noch so, also außer den Urteilen oder wie hast du eine Möglichkeit heute irgendwie mit deiner Tochter in Kontakt zu treten oder hast du den Eindruck, sie will das auch gar nicht mehr oder wie ist das für dich? Na, im Moment gar nicht. Ja. Also ich, wie gesagt, wenn ich was finde, eher nur über die Kirchenseite vielleicht mal ein kleines Bildchen, wo ich mich dann einfach freue, wie sie aussieht. Aber sonst eigentlich nichts. Und ich denke, momentan ist sie noch gar nicht so, dass sie jetzt sagt, sie will Papa sehen. Ich denke mal, sie ist total so entfremdet. Auch ihre, wie soll ich sagen, ihre Freundin, ihre feste Freundin, die sie damals hatte, auch die darf sie nicht mehr sehen, weil die halt zu mir stehen. Wo sie mir auch dort geholfen haben. Und denen habe ich immer noch Kontakt. Und die darf es. Ist für sie auch keine Freundin mehr. Das hat sie ihr auch so klar am Telefon gesagt, als die Kleine sich angerufen oder ihr angerufen hat, wollten sich mal hören, ich möchte mit ihr nichts mehr zu tun haben, hat sie aufgelegt. Und das ist halt ganz schlimm. Und da denke ich, momentan ist dort eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Gar keine. Ja. Andreas, wo stehst du heute? Also klar, du hast jetzt gesagt, ja, ich habe keinen Kontakt mehr, ich kann auch keinen Kontakt aufbauen. Wie geht es dir heute damit? Ja, seelisch, sage ich mal, ist schon besser. Ich habe mich innerlich ein wenig abgefunden, aber nicht viel. Also ich versuche das jetzt zu verdrängen, einfach zu verdrängen. Mhm. Weil das Leben muss irgendwo weitergehen. Ne? Klar, das tut weh. Das tut sehr weh. Aber ja, ich versuche jetzt nur mein Leben zu ihm und habe nur noch die kleine Hoffnung, vielleicht, wenn sie älter wird, das durchblickt,
Sie will vielleicht auch mal ihre Schwester sehen in Berlin, vielleicht. Und dann, dass es dadurch wieder kommt. Mhm. Aber ich weiß es halt nicht. Mhm. Ja, und ich muss das verdrängen, sonst könnte ich eigentlich gar nichts mehr tun. Dann wäre ich nur noch am Grübeln, nur noch am, also dann würde gar nichts mehr gehen. Ne? Mhm. Also ich denke jeden Tag an dir, das ist klar. Mhm. Aber es geht nicht anders. Mhm. Entschuldigung. Ja. Ja, das ist klar. Es ist ja wirklich beim PA ist so, dass wir unsere Kinder eigentlich begraben müssen, obwohl sie noch leben. Und wir können diese Trauer nie abschließen. Ja? Also wenn ein Kind stirbt, dann weißt du so, jetzt ist es weg, es ist unterm Boden, es ist jetzt gestorben und ich kann diese Trauerarbeit machen. Aber beim PAS musst du dein Kind lebend begraben, im Wissen, dass es lebt irgendwo und dass du eigentlich kein Beitrag mehr im Leben dieses Kindes sein kannst. Und das löst halt wirklich unglaublich viel Trauer und Schmerz aus. Für die Kinder, auch für die Eltern, eben die Betroffenen vor allem. Und das ist auch das, was ich eigentlich mitteilen möchte mit diesen Videos, dass unterschätzt man enorm und ohne, also durchs Band hindurch mit allen Menschen, wo ich bis jetzt gesprochen habe, die sind seelisch, geistig, körperlich, alle angeschlagen, alle, wirklich ohne Ausnahme. Und wenn das kein Zeichen ist, dass man da wirklich jetzt mal hinschauen muss, dann weiß ich auch nicht. Hast du irgendwie Hoffnung, Andreas, dass sich deine Situation irgendwann mal noch regelt? Ich hoffe ja, dass, also die Hoffnung bleibt es immer. Die Hoffnung hat man immer. Das ist es halt. Es ist ja ein Teil von mir irgendwo. Ja. Es ist ein Teil, 100%. Aber ich habe die Hoffnung, dass sie wirklich, wenn sie größer wird, dass sie doch dann durchblickt, dass sie vielleicht kommt es jetzt schon mit 16 mit den Teenagern, wenn sie aufmüpfig werden, dass sie sagen, ich habe doch noch eine Schwester, ich habe doch noch einen Papa oder so. Ne? Oder Hoffnung, ja, die Hoffnung bleibt, also stirbt zuletzt. Vielleicht auch erst später mit 24, mit 25. Oder vielleicht, ja, ich hoffe es. Ja. Solange ich dann halt noch lebe, aber ich denke, dass es vielleicht noch wird, aber ganz, ganz aufgehend tut man die Hoffnung halt nicht. Ne? Ja, kann man auch nicht, gell? Eben, das ist genau das, weil unsere Kinder ja leben. Also da kann man auch nicht aufhören zu hoffen und zu finden. Können wir mal das Telefon ab, ja? Ja. Ich habe mal schnell das Telefon ausgeschalten. Mal gucken. Ausschalten. Ja, alles gut. So. Jetzt können wir weiterhin. Ja, kein Problem. Ich schneide das dann raus, kein Problem. Gut. Jetzt haben wir über die Hoffnung gesprochen und du hast gesagt, ja klar, Hoffnung bleibt immer, was eigentlich natürlich auch gut ist, uns aber auch weiterhin belastet, eben diese seelische Belastung. Was denkst du, würde es brauchen oder was würde dir in deiner Situation helfen, dass da irgendwo eine Tür aufgehen würde? Weil du hast gesagt, du hast eigentlich Urteile, die dir das Umgangsrecht sichern und die aber nicht eingehalten werden und so. Und durch die ständigen Umzüge hast du da keine Chance irgendwie, müsstest immer wieder von vorne beginnen. Ja, gibt es da irgendetwas, was überhaupt helfen könnte, diese Situation ein bisschen zu regeln? Ja, ich denke im Moment gar nicht. Also im Moment sehe ich da auch gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was man überhaupt noch machen kann. Also ich denke jetzt im Moment ist es die Kiste, sagen wir mal, so verfahren oder so abgeschlossen, dass man dort keinen Ausweg weiß im Moment, wie es weitergehen soll, jetzt sage ich. Ne? Sehe ich einfach nicht. Ja,
Es ist ja auch gut, du hast ganz am Anfang so ein bisschen erzählt, wie das PAS eben angefangen hat, wie sich das ausgewirkt hat und dann, dass der Höhepunkt sozusagen oder der Zenit war dann bei dir eben diese Anklage wegen sexueller also Belästigung, ja. Das ist wirklich auch so der Zenit, was man seinem Ex-Partner quasi unterschieben kann oder zu Unrecht vorwerfen kann, ja. Über wie viele Jahre hinweg war das so? Also bis das dann wirklich komplett abgebrochen ist? Na, fast 10 Jahre. Also ja. Von 2009 ging es los bis 2018, sag ich mal. Jetzt bis, ja. Also 19 Jahre, dann war es total weg. Dann war es gar nicht mehr. Hast du vorher in der Beziehung vielleicht schon irgendwelche Anzeichen dafür gehabt, dass deine Ex-Partnerin so handeln könnte oder solche, wie soll ich sagen, solche Charaktereigenschaften hat? Ja, hatte ich schon. Also hatte ich auch erst später mitbekommen, wo der erste Konflikt auftrat und ich habe das gar nicht gesehen und ich habe gemerkt, dass sie an den Armen so eine Ritze hat, also geritzt hat sie. Ne? Mhm. Mhm. Und da habe ich das, ich wusste erst gar nicht, wo ich das hinstecken sollte. Ich kannte diese Krankheit auch nicht, die sie hatte. Ne? Und ich denke mal, das rührt dann halt davon. Ja. Ja, das ist auch etwas, was ich jetzt oft gehört habe schon, dass eben die Ex-Partner auch selber sehr belastet sind, entweder mit schlimmen Erfahrungen selbst aus der Kindheit oder halt einfach zum Teil eben Persönlichkeitsstörungen haben selber auch. Das, ich denke mal, das kommt relativ oft auch vor. Aber es ist auch klar, wenn man in einer Beziehung ist, man stellt sich solche Dinge auch nicht vor. Man kann das gar nicht glauben, ja, oder? Dass der Partner dann oder der Ex-Partner sich so verhalten würde. Das ist, ja, irgendwie. Ich habe da halt nicht dran, ne? Ja. Die Zukunft ging weiter und dann haben wir dort gesagt, wir wollen zur Küste ziehen und alles so, war alles gut. Und ich habe den hier, bin hier hochgezogen, habe angefangen, uns eine Wohnung zu suchen und alles fertig war. Hat gesagt, jetzt können wir loslegen. Und dann war es passiert, sagst du, nee, gib dir nicht mehr. Und ich stand hier oben alleine da. Das war dann halt der Auslöser. Ja, eben, es ist, man kann sich's gar nicht erklären. Ich habe jahrelang versucht, das PAS zu verstehen und eigentlich kann man es gar nicht verstehen. Ja, es ist wie, ja, man weiß gar nicht, wieso, dass es passiert und was im anderen eigentlich vorgeht. Andreas, vielleicht abschließend noch, was wünschst du dir so für deine Zukunft und vielleicht auch überhaupt für die Zukunft? Was wäre für dich so? Ja, ich sag mal so, jetzt so wie es erstmal jetzt weitergeht oder so gut wie ich jetzt wieder ins Leben zurückgekommen bin, soll es erstmal zumindest weitergehen. Ne? Ja. Kontakt zu meiner Großen habe ich ja. Ne? Ja. Ich fühle mich jetzt eigentlich ganz gut, so ja. wie es ist. Ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz fehlt jemand weiter im Leben. Ist halt einfach. Klar. Ja. Und ich hoffe, dass du auch irgendeines Tages die zumindest nicht vor der Tür steht, aber zumindest über die Social Media Geschichten irgendwie mich sucht. Ich bin überall auf öffentlich, habe ich auch alles eigentlich so gemacht, dass mich da. Dass sie dich finden kann, ja. Dass ich einfach, wenn was ist, dass ich einfach da bin. Ja, ne? Ja. Hattest du auch sonst, du hast gesagt gehabt, ja, Freunde haben dir wirklich sehr geholfen, Unterstützung und so. Wie war das bei dir? Also hast du Familie, Freunde eben oder auch Ämter und so, Jugendamt hast du gesagt, hattest du eine gute Person? Wie war das sonst so in deinem Umfeld? Ja, also die Freunde, die von unten alle waren, also aus Baden-Württemberg, mit denen habe ich immer noch Kontakt. Ja. Ich fahre auch öfter runter, dann ist das auch, tut es noch doppelt schwer, weil ich weiß, 10 Kilometer weiter ist sie, ist sie, aber ich kann nicht. Ja. Und so. Ja. Ja.
Freunde, ja, momentan, ja, ich möchte auch momentan niemanden, also ich hab Bekannte hier auch Freunde, aber ich möchte für mich alleine sein. Ich möchte momentan auch niemanden, ja, der sagt, dass mal, du, ja, ja. Ja. Und das wird auch nicht mehr kommen. So, ja, so, ne, da habe ich auch jemanden, aber die getrennt wohnen und ich möchte einfach, dass es halt was ja. denn so drin geblieben ist. Ne? Ja, dass du das gar nicht so teilst, ja, okay. Ja, Andreas, magst du noch irgendetwas ergänzen oder so? Gibt es noch was, was wichtig wäre für dich, das hier heute gesagt wird? Ja, also, nein, also eigentlich nicht. Ich denke, schon alles viel gesagt worden. Ja. Ne, ja, man muss allen Menschen, die sowas haben, einfach nur noch Kraft oder viel Kraft wünschen und man soll sich nicht unterkriegen lassen. Ich war halt unten und ich weiß, wie schwer es ist, wieder halt aufzustehen. Sehr, sehr schwer, ja. Ja. Und eben, es wird halt sehr unterschätzt oder zumindest ist das mein Eindruck, dass wir in der Gesellschaft immer noch so dieses, ja, das ist ja nicht so schlimm und es ist ja so, ja, ein Kavaliersdelikt sozusagen. Nein, ist es nicht. Es ist wirklich, es zerstört Leben nachhaltig und ja, darum, also dazu sollen diese Videos einfach auch dienen, weil wenn man solche Geschichten wie deine hört, dann kann man echt nur den Kopf schütteln und sagen, das gibt's ja gar nicht. Also das ist ja unglaublich, was die Leute eben mitgemacht haben und wo, ja, wie das alles eben dann vor sich geht. Aber Andreas, ich danke dir von ganzem Herzen und ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute und ich hoffe natürlich auch für dich, dass sich diese Situation für dich regelt eines Tages. Ja. Danke. Ich danke dir. Danke.